Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge, wo wir ein Laserrätsel offen heute machen. Das kann nur lustig werden. Ein gigantisches Laserrätsel. So, wenn ich den jetzt umwerfe. Nee. Den deaktivieren. Nee, warte mal. Da oben muss ich einmal kurz rein. Den deaktivieren. Dann wieder hier zurückgehen. Den deaktivieren. Dann hier. Dann muss ich den aktivieren. Nee, ist der rote. Obwohl, muss ich trotzdem. Zweimal Wolle. Okay. Das war jetzt nur, um an die Kiste zu kommen. Also heute ist, glaube ich, die Rätselfolge. So, jetzt kann ich hier durch. Kann mich hier einsperren. Ich muss einen gelben Schalter finden. Wo war denn hier ein gelber? Den brauche ich, um an die Kisten zu kommen. Warte mal. Wie soll das denn jetzt hier funktionieren? Also ich muss den grünen noch einmal umwerfen. Und das hier ist wahrscheinlich der Schalter, den ich dann eigentlich deaktivieren müsste. Stimmt, weil jetzt kann ich das hinter mir zumachen. Und das ist bestimmt der gelbe. Jetzt müsste ich da oben dran kommen können. Innerhalb von 3 Minuten gelöst. Altwaldschlüssel. Den brauche ich bestimmt noch. Und ein Zauberbuch. So, den roten muss ich deaktivieren, ne? Ja. So, den deaktivieren. Dann kann ich den aktivieren. Und tschüss. Okay, das war ein erfrischendes Rätsel. War sogar storybedingt. Also man hätte so oder so dieses Rätsel machen müssen. Finde ich cool, dass man manchmal gar keine Wahl hat. So, dann erkunden wir hier jetzt noch eben schnell. Altbekannte Monster. Man kennt es ja. So, der Kampf ging relativ kurz. Sven hat ein Level up. Wäre praktisch, wenn Sven von Anfang an ein Schild hätte. Ich wäre mal dafür, dass wir jetzt Sven die Helfertechniken hier beibringen. Im Übrigen, das Spiel geht noch relativ lang, also das Spiel geht nicht ohne Grund, bis man Level 40 erreicht. Für die, die sich noch fragen, wie lange das hier geht. Momentan spiele ich ja hauptsächlich Monster Hunter Rise, wieder ein Kampf zum Rausschneiden.
So, Mission erfüllt, die sind weg. Ja, hauptsächlich geht's nochmal dazu. Spiele ich Monster Hunter Rise. Das wird auch lange Zeit jetzt erstmal kurz so gehen, weil ich das Spiel sehr feiere. Auch wenn es ein bisschen zu leicht gemacht ist. Ich gucke trotzdem, da ich das Spiel Monster Hunter. Monster Sanctuary recht schnell durch habe, dass ich dann am Wochenende nur Phönotopia bringen kann. Weil Phönotopia wird wahrscheinlich sogar noch mal doppelt so lang gehen wie Sanctuary. Da wollte ich mal ganz kurz halt drüber reden. Ich darf jetzt hier wieder einen Kampf rausschneiden. Und Kampf geschafft. Wieder zwei Level-Ups. Ich habe gerade im Kampf gemerkt, dass Yannick bisschen mehr Leben braucht. Ohne, wir machen hier, dass er mehr austeilen kann und Magie auch besser ist. Die Lebenswelle, die ist zwar recht praktisch, aber die muss aufgebessert werden, definitiv. So, was machen wir bei dir jetzt hier? Klingt recht gut, wenn der noch einen Dritttreffer machen kann. Der hat da schon diese Probleme. Also Yannick füttern. Ja, der hat schon gerade ganz gut. Oh, hier ist offenbar das Event. Im Altwald gibt es einen neuen Goblin-König. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Seine Leute umzingelten mich und quälten mich mit ihrer merkwürdigen Goblinsprache. Ich hatte solche Angst, dass ich davon lief und erst hier wieder anhielt. Jemand sollte diesen Goblins eine Lektion erteilen. Du bist ein Spektralhüter, richtig? Du solltest dich um sie kümmern. Er versteckt sich in der Goblin-Festung östlich von hier. Besiege ihn, das wird den Goblin Manieren beibringen. Vielleicht helfen dir ein paar meiner Waren. Sag doch einfach, dass du Händler bist. Das reicht doch vollkommen aus. Den vergifteten Pfeil, den hätte ich gern. Das sind ja richtig gute Waffen. Okay, ich nehme zurück. Guck mal auf den Angriffswert. Bogen, jeder hat einen Angriff, hat eine Chance, einen Zusatztreffer zu machen. Und ein paar Level-Up-Zeichen. Und was verkaufst du? Oh, manche Monster können eine Evolution machen. Man kann manche Monster weiterentwickeln lassen. Sternstaub. Einmal austesten. Erstmal bei den Monstern, die ich hauptsächlich verwende. Magischer Lehm. Nee, verbessern kann ich momentan keinen. Okay. Ah, hier könnte ich Monster umbenennen. Was kriege ich hier noch? Ein Altwaldschlüssel. Okay, wir können uns merken, hier kann man Monster entwickeln. Echt cool, aber ich darf jetzt erstmal einen sehr weiten Weg laufen. So, Leute, sind jetzt hier. Ich habe die beiden Maxis und auch mal den James jetzt an den einen Typen gegeben. Das ist die Armee wächst, da sind drei Droiden, also tot. Sie sind alle tot. Ja, hier warten die Goblins. Zwei Schlüssel brauchen wir, haben wir. Ich speichere einmal ganz kurz. Und let's go, jetzt müssten eigentlich die Goblins auftauchen. Ja, neue Monster. Goblin. Goblin Rohling, Goblin Jäger.
Ich habe erst letztens ein Goblin-Spiel gespielt. Okay, die sind gegen physische Angriffe schwach. Wer kann denn alles physische? Sunny, Schwinn. Dave kann nur Einzelziele angreifen. Das Pfeifer kann noch. Zuallererst einmal Kraft. Oh, die kriegen ja richtig einen drauf. Ich verpasse hier nochmal Ruhm. Und dann kriegt ihr erstmal einen explosiven Stoß ab. Pam. Das erste Mal, dass ich diese Attacke einsetze. Ich bin auf den König, ehrlich gesagt, mehr gespannt als auf die Kleinen hier. Vor allem tut es mir voll leid, die zu verprügeln. So. Seid ihr physisch? Ihr seid physisch. Erstmal die beiden Schützen weg. Ich könnte eine Explosion machen und einen von denen rippen. Feurige Schüsse. So, Federsturm auf den hier, ist ja wohl klar. Mit einem Flammenschlag ist es nicht getan. Den einen wegkratzen. Und dann kann ich auf ihn. Der überlebt sogar noch. Ach, ich hätte die Explosion machen müssen. Na egal, kratze ich ihn eben weg. Und weg ist er. Schade, kein Goblin. So, Dave, bei dir verbessern wir jetzt endlich mal den Tackle. Oh, was haben die denn hier für ein interessantes Gebäude gebaut? Noch mehr Goblins, die neu sind. Goblin-Hexer. Die sind alle gegen physische Angriffe. Ach, okay. Cypher nehmen wir nicht, weil der war nicht so krass. Schwen bleibt auf jeden Fall drin. Und dann benutzen wir jetzt mal Yannick. Okay, Lebenskanalisierung einmal. Und Kraft. Jetzt wird erstmal gebufft. Und dann versuche ich einen nochmal eben kurz Frost zu machen, auch wenn es nicht so effektiv ist. Schade. Aber interessant, dass die alle gegen magische Angriffe so gut gewappnet sind. Okay. Federsturm auf die Hexer. Mit der Lebenswelle warte ich noch mal ganz kurz. Okay, das ist magischer Schaden. Nur Blattschnitzer wäre physisch. Okay, Lebenswelle. Dann heile ich beide. Und mit den Eisspänen ihn töten, weil da kriegt auch noch hier... Genau, Bonusschaden. Ein Hexer schon mal los. Aua. So, dann kümmere ich mich jetzt um den anderen Hexer. Der ist mit Krallen weg. So, und jetzt einfach noch Blattschnitzer rein. Okay, Yannick, da muss ich wirklich erstmal aufbessern.
jetzt egal, wie rum ich das mache. Der ist so oder so tot. Ich habe hierfür halt noch nicht die richtige Kombination. Oh, ich habe Goblins. Ich habe zwei Goblins. Ein Goblinjäger. Das darf der neue James sein. Bin schon gespannt, was die können. Und der neue Maxi. Was könnt ihr denn? Zip hat noch einen Skillpunkt. Jetzt ist es Zeit für die Krankheitsherrschaft. Okay. Der kann halt diese feurigen Schüsse. Er kann Eissperre lernen. Und er Pyrokracher. Nee, das brauche ich jetzt nicht so sehr. Okay, das bringt mir nur was, wenn ich halt nur Goblins verwende. Das hier will ich auf jeden Fall genesen. Oh, mehr Geld. Mana-Schutz. Bessere Chancen auf Frost. Was kann der andere Goblin? Der ist ein Healer. Der kann sich einmal selbst wiederbeleben. Wie krass ist das denn? Okay. Also der ist ein fürs Buffen. Cypher würde ich hier halt wirklich austauschen. Ich frage es nur mit wem. Ja, die bringen mir hier ja überhaupt nichts, weil die gehen ja auch nur auf magisch. Wer von euch geht denn auf physisch? Ja, offenbar Psycho. Ja, mit Blitzhieb zumindest. Da ist wieder ein Alchemist. Ich weiß, wir sind jetzt hier mitten dabei, ein Gespräch anzufangen. Aber ich mache hier jetzt für heute Schluss und nehme jetzt einfach direkt an der Stelle weiter auf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.